Moin, liebe Grillfreunde! Heute zeige ich euch, wie man ein Hähnchen zerlegt, und zwar in 15 Teile. Dranbleiben! Was benötigen wir? Erstmal ein ordentliches, schönes Hähnchen. Ich habe hier ein Kikok-Hähnchen, ein Maishähnchen. Dann ein Ausbeinmesser und eine Schale für den Abschnitt. Die Kikoks erkennt ihr auch immer hier an diesem eingesteckten Thermometer. Sage ich jetzt mal nicht eingebauten. Das nehmen wir mal raus, das brauchen wir nicht. Das ploppt übrigens raus, wenn das Hähnchen gar ist. Das geht erstmal in den Müll. Des Weiteren haben wir hier die Bänder. In der Regel werden die Hähnchen quasi so zusammengehalten, wenn sie verpackt werden. Diese Bänderung, die davon befreien wir das Hähnchen jetzt auch einmal ganz vorsichtig. So, nur hat auch das Hähnchen Platz, sich ein bisschen auszubreiten. Etikett, Band und Thermometer, das geht gleich in Müll. Im nächsten Schritt werden wir erstmal das Hähnchen ordentlich mit kaltem Wasser spülen. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns gleich wieder. So, das Hähnchen habe ich jetzt reichlich mit kaltem Wasser gespült, auch natürlich innen, alles mal ordentlich abgespült. Und auch einmal mit ein bisschen Zewa trocken getupft. Gucken wir uns das mal an. Das sieht ganz ordentlich aus. So, dann werden wir mit beginnen, unsere ersten Teile aus dem Hähnchen zu schneiden. Und wir werden mal anfangen mit der Brust. Um die Brust auszutrennen, spürt ihr hier vorne den Brustknochen. Hier ziehen wir uns ein bisschen die Haut lang oder auf Spannung. Und hier gehen wir quasi direkt mit dem scharfen Messer einmal direkt runter an den Knochen. Hier vorne ist dann dieser Y-Knochen und hier hinten geht es gerade runter. So. Das schneiden wir uns dann hier einmal vorsichtig runter. Schön dicht am Knochen. Wir möchten ja kein Fleisch verschenken. Hier muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, um hier an dem Y-Knochen schön lang zu schneiden. So, man sieht, man kann das Ganze auch schon greifen hier. Hier hinten trennen wir dann einmal die Haut. Dann haben wir hier jetzt schon mal unser erstes Bruststück. Das trimmen wir uns jetzt hier nochmal. Ihr seht zum Beispiel hier, hier haben wir gleich, das hat sich von alleine gelöst. Das ist Teil 1, unser Innenbrustfilet. An dem Brustfilet schneiden wir uns hier noch so das überschüssige Fett oder überschüssige Haut ab. Das schmeißen wir nicht weg, das geht hier rein für den Fond. Gucken wir uns das nochmal an. Vorne ist noch so ein bisschen viel Haut. Die nehmen wir weg. Die geht auch rein für den Fond. Teil Nummer 1, Teil Nummer 2. Dann nehmen wir uns die zweite Brust vor. Wieder das gleiche. Ihr seht hier den Knochen, der im Endeffekt die beiden Filets trennt. Quasi den Brustknochen. Wieder schön ein gerader Schnitt an dem Knochen entlang. Und dann quasi an dem Gerippe oder an dem Rippenknochen lang. Hier vorne trenne ich mir zur Hilfe schon mal einmal die
die Haut ein bisschen auf, damit ich einfach das Filet besser spüren kann. So, dann hier wieder am Knochen lang. Schön dicht, wie gesagt, wir wollen kein Fleisch verschenken. Hier kommt jetzt der Y-Knochen wieder. Die Haut trennen, weil die Haut hält das oft noch mal zusammen. Hier trennen wir dann. Hier seht ihr das auch. So. Ihr seht, die beiden Brustfilets sind runtergeschnitten. Hier jetzt noch mal wieder das andere. So, dann haben wir hier das zweite Innenbrustfilet. Das erkennt ihr übrigens immer an dieser Sehne, die das durchzieht. Überschüssige Haut trennen wir noch. So, die restlichen Abschnitte. Wir decken das Ganze möglichst wieder mit der Haut. Einfach, weil wir die ja nachher ein bisschen nutzen wollen, die schön knusprig werden soll. Wenn noch was überschüssig ist, schneiden wir ab. Und das geht dann für den Fond. Hier ist noch so ein bisschen Fett. Das schneiden wir uns auch nochmal weg. Das brauchen wir nicht. So. Ein bisschen herrichten. So. Und dann Filet Nummer 2 mit dem Innenbrustfilet. So, der nächste Schritt, kümmern wir uns jetzt erstmal um die Keulen. Für die Keulen gehen wir einmal an die, ja, ich nenne es mal Achseln, trennen hier die Haut einmal auf, um uns einfach bessere Sicht zu machen, weil wir jetzt den Knochen vom Oberschenkel einmal überschlagen. Oder überdrehen. Und zwar seht ihr, hier vorne guckt da raus. Jetzt haben wir hier die Schnittstelle. Die merken wir uns. Und schneiden mit möglichst viel Fleisch dran. Genau an dieser Stelle durch die beiden Knochen. So, dann haben wir hier den ersten Hähnchenschenkel. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Einmal hier die Haut trennen, damit wir bessere Sicht haben. Dann nochmal einmal ganz langsam überdrehen und ihr seht hier, wie hier der Knochen rauskommt. Ich habe jetzt hier diese Lücke, die kann ich auch ertasten. Und diese nutze ich jetzt wieder, um den zweiten Hähnchenschenkel auszulösen. So. Dann werden wir auch gleich die Flügel nehmen. Auch hier schneiden wir quasi, ja, unter den Achseln sozusagen durch. Trennen da einmal die Haut auf. Auch diese überdrehen wir. Ihr seht, hier ist der Knochen getrennt. Hier ist die Stelle. Und trennen einmal den Flügel Nummer 1. Das gleiche hier, quasi unter der Achsel, einmal die Haut auftrennen, einmal überdrehen. Hier seht ihr den Knochen wieder, das kann man noch fühlen. Sorry. So, nun haben wir hier
unsere Flügel. Da kümmern wir uns gleich noch ein bisschen mehr drum. Ich möchte jetzt erstmal die Karkasse hier loswerden. So, jetzt haben wir hier auch gar nicht mehr so viel dran, bis auf die sogenannten Austern. Und die Austern sind quasi hier hinten. Dieser Muskel, der müsste eigentlich die Flügel vom Rücken her nutzen. Und da gehen wir mit dem Messer ganz vorsichtig einmal in dem Knochen lang. Das ist so eine Art Pfanne. Wir trennen hier ganz vorsichtig diesen Muskel aus dem Rücken. Das ist die sogenannte Auster. Übrigens eine Spezialität in Frankreich. Nummer 1. Hier seht ihr, das ist so eine Art Pfanne. Hier haben wir den zweiten. Kann das Ganze ein bisschen ertasten. Das hilft dann beim Schneiden. Gehen dann vorsichtig entlang und lösen die Auster aus dem Knochen. So, dann haben wir hier Auster Nummer 2. Ja, die habe ich nicht ganz so gut rausgelöst, beziehungsweise rausgelöst schon. Aber da ist ein Teil wahrscheinlich von der Brust irgendwo mitgegangen. Größer ist sie nicht. Aber ihr seht, ausgelöst. Ja, der andere Rest, hier ist jetzt nicht mehr wirklich viel dran, den schmeißt nicht weg. Den nehmen wir uns einmal, brechen ihn einmal auseinander. So, in zwei kleinere Teile. Der geht jetzt rüber für den Topf, für den Fond. So kriegen wir das viel schöner gleich in einen kleineren Topf rein. So, alles was hier noch liegt, geht natürlich damit rein. Ich habe mir jetzt schon mal einen Teller geholt, wo ich gleich die fertigen Teile schon mal platzieren werde. Und zwar fangen wir jetzt einmal an. Auster 1 und Auster 2. Brust 1. Brust 2. Innenbrustfilet 1 und Innenbrustfilet 2 sind schon mal 6 Teile. Nehmen wir uns jetzt den Flügel vor. Diesen unteren Teil, den wollen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Schneiden wir hier unten mal wieder in die Haut rein. Überdrehen wir den. Hier ist nichts dran außer Knorpel. Man sieht auch, dass der Knochen hier rauskommt. Nehmen diese Stelle und trennen uns den Knochen ab. Rein in den Fond. Hier vorne haben wir noch überschüssige Haut. Die nehme ich jetzt auch noch mal weg. So, dann werden wir hier unseren Flügel auch noch mal in der Innenseite einschneiden in die Haut. Und auch noch mal wieder überdrehen. So, hier kann man so ein bisschen ertasten, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Hier vorne trennen sich die beiden Stücke. Das ist quasi dann der Oberarm, sag ich mal jetzt, wenn es kein Geflügel wäre, zum Unterarm. Und wie gesagt, wenn man es nicht genau sieht, einfach ertasten. Vorne geht es durch. Das ist so ein sogenannter Wing. Der ist soweit auch fertig. Hier kümmern wir uns dann gleich drum. Hier ist noch ein Stück Knorpel. Der geht nochmal weg. Das Ganze nochmal. Erstmal hier dieses Endstück. Einmal aufgedreht. Hier kommt die Trennung raus,
Ne, seht ihr hier im Endeffekt. Durchgeschnitten, ab in Fond. Dann hier nochmal die Innenseite aufgeschnitten. Den Knochen überdreht. Hier trennt er sich. Und schön geteilt. Also bei dem ging es jetzt besser als beim ersten. Das ist der Wink. So, jetzt haben wir hier noch zwei Stücke. Und hieraus bauen wir uns gleich den sogenannten Lollipop. Und da machen wir dann eins, dass wir hier oben den Knochen ein bisschen freilegen. Indem wir mit der Rückseite vom Messer an dem Knochen etwas runterschaben. Vorne ist noch so ein bisschen überschüssige Haut und Sehne. Die nehmen wir noch mal kurz weg. Das macht das im Ganzen ein bisschen einfacher. Wenn das euch zu rutschig ist, nutzt gerne einen Zever. Vorne sehe ich jetzt noch eine Sehne. Die trenne ich jetzt hier auch noch mal einmal. So. Und dann schieben wir das einmal runter, drapieren so ein bisschen die Haut wieder hier hin. Hier oben haben wir noch so ein bisschen überschüssige Haut, nehmen wir mal weg, einfach der Optik wegen. Wir hier den Lollipop Nummer 1. Das gleiche machen wir dann hier. Wir nehmen uns hier oben einmal die Sehne vor, trennen die quasi vom Oberteil des Knochens. Auf beiden Seiten sitzt hier eine und schieben dann uns das Fleisch vom Knochen runter, drapieren das Ganze mit der Haut noch mal schön. Und haben dann hier den zweiten Lollipop. Den packen wir auch zur Seite. Nun geht es weiter mit der Keule. Wieder in die Innenseite der Haut schneiden. Und auch hier den Knochen überdrehen. Hier ist das Ganze ein bisschen dicker, weil ein Hähnchen ist ein Laufvogel. Das heißt, der Schenkel, die Beinmuskulatur ist wesentlich besser ausgedehnt als die Flügelmuskulatur. Hier sieht man dann den Knochen. Der ist aus dem anderen Knochen gelöst. Und dann trennen wir das Ganze einmal von dem Teil. Hier die Keule, aber da müssen wir gleich nochmal ran, beziehungsweise der Drumstick. Das Ganze machen wir jetzt auch mit dem anderen Arm mal. Ein bisschen die Haut einschneiden. Wieder drücken. Ihr spürt hier mit den Fingern. Kann ich euch leider jetzt schlecht zeigen, aber man spürt es hier, hier vorne sieht man es auch ein bisschen, dass sich hier Keule
und Oberkeule trennen. Genau die Stelle nutze ich wieder und schneide mir das durch. So, nehmen wir zur Seite. Machen wir mit den Oberkeulen weiter. Hieraus machen wir jetzt ein schönes Polofino. Und dafür werden wir erstmal so überschüssiges Fett lösen hier. Hier. Das geht in den Fond. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Das sieht gut aus. Und für ein Polofino müssen wir im Endeffekt nochmal den Knochen auslösen. Ansonsten hätten wir jetzt ein Hähnchenkotelett. Um diesen Knochen auszulösen, schneidet man einmal am Knochen hier entlang. Und nimmt dann die Rückseite vom Messer und schiebt das Fleisch vom Knochen runter. Wenn hier mal sowas hängt wie eine Sehne, einfach mal trennen. Das machen wir jetzt. Das geht relativ einfach. Hier vorne hängt es noch ein bisschen. Vorsichtig schneiden. So, jetzt haben wir nur noch den Knochen hier an einem kleinen Stück Fleisch hängen. Und sofern wir den rausgedrückt bekommen aus dem Fleisch, versuchen wir das. Aber wie hier seht ihr, hängt da natürlich noch ein bisschen Sehne dran. Schneiden wir ihn ab. Und haben jetzt hier ein schönes Polofino. Gucken wir uns das nochmal an. Vorne ist noch ein Knorpel. Den nehmen wir nochmal ab. Und haben hier jetzt das Polofino, quasi der Oberschenkel, entbeint. Nummer 1, das Ganze nochmal. Gucken, was wir hier nicht mitnehmen wollen. Ich sehe jetzt hier so überschüssiges Fett. Hier haben wir noch ein bisschen was von der anderen Teil. So. Gucken wir uns mal die Haut an. Das passt. Nehmen wieder hier oben den Knochen, der schon ein bisschen freier ist. Ziehen einmal mit dem Messer am Knochen entlang. Und dann wieder mit der Rückseite das Fleisch vom Knochen. So, hier dreht sich der ganze Knochen schon einmal raus. Und dann schneiden wir hier ab. So, dann gucken wir, dass wir die Haut wieder ein bisschen schön drapieren. Und was hier nochmal so drüber hängt, das nehmen wir mal raus. Gucken wir uns das Ganze nochmal an, drapieren hier nochmal die Haut. Also das Polofino ist aus meiner Sicht das saftigste Stück, auch das fettreichste Stück vom ganzen Hähnchen. Ja. Polofino Nummer 2. Nehmen wir uns nun die Unterkeule
Und hier wollen wir jetzt einen Drumstick rausmachen. Und dafür trennen wir zuerst den Fußarm, indem wir rundum einmal am Fuß die Sehnen durchtrennen mit, von dem Knorpel. Ich habe gesagt, das ist ein Laufvogel. Ihr seht, wie dick hier die Sehnen sind. So. Dann nehmen wir uns ein Stück Zewa oder versuchen das einmal so, dass wir hier einmal den Fuß über den Knochen überdrehen. Aber ich sehe, dafür sind meine Hände jetzt zu glitschig. Nehmen wir uns doch einen Zewa. So, können wir es besser greifen. Da ist ein bisschen, das kostet ein bisschen Kraft. Machen wir hin. Genau, und ziehen hier. Das mit dem Zewa geht's besser, ich habe ihn einfach besser im Griff. Einmal den Fuß quasi vom Knochen. Das Zewa nehme ich jetzt wieder weg. Das kommt natürlich nicht in Form. So, dann haben wir hier noch diese dicken weißen Sehnen, ihr seht das. Die werden wir einmal schön abtrennen, gehen aber auch in Form. Und wenn wir das Ganze mal ein bisschen am Knochen runterschieben, und was wir jetzt hier noch so an Sehnen sehen, an Dicken, die greifen wir uns jetzt und die trennen wir jetzt auch noch raus. Aber habt keine Sorge, Leute, durch das Garn im Grill oder im Backofen werdet ihr von den Sehnen nicht mehr viel schmecken oder merken. Das ist auch so ein bisschen mehr für die Optik. Also ich habe da schon mal den Vergleich gemacht, dass beim Kauen nachher oder beim Essen merkt man sie nicht mehr. So, das reicht mir schon. Nehmen wir hier nochmal die Haut. Ja, ein bisschen, hier ist noch ein bisschen viel, da schneiden wir noch ein bisschen was runter. Und fertig ist unser Drumstick Nummer 1. So, Drumstick Nummer 2. Wieder einmal am Knochen schneiden, rundum einmal die Sehnen trennen, um den Fuß zu lösen. So, dann gehen wir mal hier Messer, ihr seht das hier, können wir gleich einmal abtrennen. Die sind schon ganz schön zäh beim Schneiden, aber die müssen noch ein bisschen was aushalten. So ein Hähnchen wiegt jetzt hier ungefähr 1,7 Kilo. Ja, und das kann ja schon mal ein bisschen Pace machen. So. Dann wieder das gleiche Spiel. Ich versuche jetzt hier das nochmal ein bisschen mit dem Messer zu drücken. So ein bisschen vorzuarbeiten und den Fuß hier rüber zu drehen. Das ging jetzt ganz wunderbar. Und hier haben wir noch so ein Stück vom anderen Knochen. Den nehmen wir hier mal raus. Gucken mal, was wir hier noch an unschönen Sehnen haben, die wir noch mal so rausschneiden können. Aber komm, hier ist noch eine.
viel mehr ist hier jetzt nicht. Drücken wir das Ganze runter. Drapieren dann so ein bisschen die Haut hier rüber. Ah, das ist hier zu viel. Schneiden wir noch ein bisschen was ab. Ziehen uns dann hier die Haut hin. So, Drumstick Nummer 2. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen sauber und dann zeige ich euch gleich nochmal alle Teile. Drumstick 1 und Drumstick 2. Dazu gehöre ich Polofino 1 und 2, Lollipop 1, Lollipop 2, Wing 1, Wing 2, 8 Teile, Auster 1, Auster 2, Innenbrustfilet 1, Innenbrustfilet 2, Hähnchenbrust 1 und Hähnchenbrust 2. So, Freunde, das sind jetzt meine 15 Teile vom Hähnchen. Ihr fragt, wieso sind nur 14? Das 15. ist der Fond, den ich gekocht habe. Ich kriege insgesamt so 2 solche Gläser raus. Und dann sind das meine 15 Teile von einem Hähnchen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt das gerne bei mir in die Kommentare rein. Die werde ich mir jetzt nach Gusto zubereiten. Genauso könnt ihr das auch machen. Ja, Freunde. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie man aus einem Hähnchen 15 Teile bekommt. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Kommentar ist auch mal gerne gesehen. Falls ihr Kritik habt, schreibt es auch gerne rein. Und wer noch kein Abonnent ist, kann das hier oder da oben nachholen. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch, wenn es heißt, Mittwoch ist Grillkutsch-Geiertag.